Der Weg von drinnen nach draußen. Nicht immer leicht. Diese Flüchtlinge sitzen ihre Haft in der Justizanstalt Linz ab. Ob die Asylwerber danach in Österreich bleiben, wird von Fall zu Fall entschieden. Wer bleibt, braucht jedenfalls Job und Wohnung. Ohne Deutschkenntnisse quasi unmöglich. In Linz gibt es daher seit 2 Jahren Werte- und Deutschkurse im Gefängnis. Die sind dazu gedacht, sozusagen nach der Haftstrafe ein gutes Zusammenleben zu ermöglichen. Da ist die deutsche Sprache wichtig, da sind Wertevermittlungen wichtig, das ist wichtig für die Menschen zu erfahren, was sozusagen in Österreich der Umgang mit Autoritäten ist und so weiter. Und es ist ein wichtiger Aspekt in der Integrationsarbeit. Es ist extrem wichtig, dass es Deutschkurse gibt, weil jeder, der nicht Deutsch spricht, der kann auch schwer einen Anschluss finden, wenn er zurück aus der Haft ist, wenn er aus der Haft entlassen wird. Und daher ist es extrem wichtig, dass die Personen, die aus der Haft entlassen werden, auch rasch eine Arbeit finden, aber auch ihr soziales Umfeld sich erarbeiten. Und das geht nur, wenn man letzten Endes auch Deutsch kann. Und da wird ein erster Grundstein gelegt. Die Sprachförderkurse sind ein Projekt des oberösterreichischen Integrationsressorts und der Justizanstalt Linz. Ein Wiedereinstieg in ein fruchtbares Zusammenleben im Land gelingen kann. Das ist das Ziel. Das Integrationsressort finanziert die Kurse. Teilnehmern ist freiwillig. Die Insassen lernen nicht nur Deutsch, sondern auch den Respekt und Umgang mit anderen. Es wird ihnen auch vermittelt, wie läuft es ab in der Gesellschaft, wie können sie eine Arbeit finden, wie können sie sich weiterbilden. Und das ist auch etwas, was wichtig ist für jeden Einzelnen, weil dann kommt man raus und hat schon einen Plan, was man machen könnte. Die Matura nachmachen, eine Abendschule besuchen, eine Arbeit finden. Der Verein Acro Baleno organisiert die Flüchtlingskurse während und auch nach der Haft. Und damit wird eine Reintegration, auch das Kennenlernen neuer Freundeskreise, wird dann vereinfacht. Ich denke, es ist ein wichtiger Beitrag, dass eine Reintegration, eine auch Gewaltprävention funktionieren kann. Und das ist auch so die Richtlinie, die wir im Integrationsressort haben. Wir sind für Kriminalität nicht zuständig. Da gibt es die Polizei und das ist wichtig. Aber für ein gutes Zusammenleben, da sehen wir uns verantwortlich. Ob straffällige Asylwerber in Österreich bleiben können, ist nicht sicher. Das Bundesamt für Asyl entscheidet noch während der Haft, ob die Flüchtlinge abgeschoben werden. Bei Diebstahl etwa passiert das in der Regel nicht. Bei schweren Verbrechen wie Mord sehr wohl. Laut Europäischem Gerichtshof kann aber auch hier der Status als Flüchtling schützen. Also wenn der Betroffene etwa im Herkunftsland nicht sicher ist. Umso wichtiger daher die Vorbereitung für das Leben danach.